Guten Morgen. Ja, nervös weiß ich nicht. Also vielleicht war ich es jetzt eigentlich nicht, weil es ist ja schon alles gesagt. Also alles, was ich heute vorbereitet habe, ist bereits quasi abgegolten, also gemacht. Ich staune einfach und ich habe schon die ganze Zeit drüber nachgedacht. Wenn man sich auf eine Predigt vorbereitet, dann setzt man sich hin und jeder, der predigt, weiß das. Und dann hört man genau zu, was man am Sonntag vorher vielleicht nicht getan hat. Und dann fällt einem immer wieder auf, wie Gott einfach so eine rote Linie führt. Und ich so, das gibt's doch gar nicht. Haben sich alle miteinander abgesprochen, dass alle das gleiche Thema erzählen? Ne, weil heute ging es wirklich in der Kindergeschichte darum, halt einfach um Vergebung. Dann haben wir wunderbar einfach jetzt auch von Anna eingeleitet und erklärt bekommen, was halt einfach auch der neue Bund ist, was das Abendmahl ist, dass wir uns bei diesem Abendmahl daran erinnern, was er für uns getan hat. Dass es für uns aus geistiger Perspektive das Beste ist, was passieren konnte, ist, dass er zum Kreuzestod gegangen ist. So, ratet mal, was mein Thema ist. Vergebung. Das ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich und ich bin erstaunt. Ich bin einfach erstaunt. Also ich muss sagen, ganz ehrlich, ich vergebe euch. Großzügig. Wie fühlt sich das an, wenn ich das so sage? Also ich vergebe euch. Wie fühlt sich das an? Genau das ist die Frage. Was habe ich angestellt, dass du mir vergeben musst? Gar nichts. Ich möchte euch in eine Erkenntnis mitnehmen, die Gott mir gezeigt hat, die Tage, und aktiv daran gearbeitet und arbeite jeden Tag dran und zeigt mir einfach das Privileg einer Vergebung. Vergebung ist nicht nur dann, wenn jemand was gegen mich getan hat. Und jetzt möchte ich euch ein Bild zeigen und dann gehe ich darauf weiter ein. Stellt euch mal vor, ich würde jetzt zu irgendeiner, keine Ahnung, verheirateten Frau gehen und sagen, hey, wir passen super gut zusammen, wir sind ein richtig tolles Paar, werden bestimmt schöne Kinder haben und so weiter und träume rum. Die guckt mich an und sagt so, du, hört sich wirklich alles toll und schön an bei dir, aber ich bin was? Mit anderen Worten, vergeben. Ich bin vergeben. Und es ist egal, was du jetzt versuchst, auch was wir gewollt hätten, ich bin vergeben. Und Gott spricht zu mir so und sagt, Alex, ich habe dir vergeben, aber im Unterbewusstsein erklärt er mir, du bist vergeben, du kannst gar nicht dich woanders mehr hingeben. Versteht ihr das? Du bist vergeben. Und da gibt es keine Schuldzuweisung, das ist eine andere Form. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, habe ich mir das jetzt eingebildet? Ist das etwas, was man so biblisch begründen kann, und habe mich dann auf die Suche gemacht, wo in der Bibel welches Wort mit diesem Inhalt so vorhanden ist, dass man sagen kann, Vergebung ist nicht nur Befreiung von Sünden, sondern Vergebung ist auch eine Beziehung. Ist ja im Groben und Ganzen nicht sehr viel Neues, aber ich muss mir das abgewöhnen, sagen, nicht sehr Neues. Ich habe letzte Woche mit einem Menschen gesprochen und ich glaube, der Heilige Geist hat einfach durch ihn gesprochen. Er hat gesagt, Alex, wenn du denkst, das ist nichts Neues, dann ist es nur für die das sowieso schon nicht im Leben haben. Wenn in deinem Leben der Geist Gottes lebt, es ist egal, wie oft du das Wort sagst, es belebt immer wieder neu. Und das ist die Kunst, das ist das. Deswegen werden wir niemals müde, die gleichen Sachen immer wieder und immer wieder zu sagen, weil wenn der Geist Gottes in dir ist, der ist nicht müde, dir das immer neu und wieder neu zu beleben. Du isst ja auch jeden Tag immer neu. Und das ist auf jeden Fall super, super wichtig. Es gibt so eine Redewendung, die ich so, ich sag mal, von draußen kenne. Es heißt, so ein Spicker hier erstmal hinlegen, vergeben und vergessen. Kennt das jemand? Oder da müssen wir Gras drüber wachsen lassen. Und mit diesem Gedankengut, wie wir es erzogen worden sind oder mitbekommen haben, gehen wir zu Gott und wir beten mit diesem Verständnis, vergeben und vergessen. Und dann bitten wir für Gott beispielsweise um etwas, Herr, vergib mir und lass uns das am besten gleich vergessen, lass mal Gras drüber wachsen lassen. Ich weiß nicht wie ihr, aber der eine oder andere kann sich vielleicht dort wiederfinden, dass er dieses Verständnis von Vergebung hat. Vergeben und vergessen, das ist ein absolut antichristliches Verständnis, das hat nichts mit göttlicher Sicht, Perspektive zu tun, wie er vergibt. Wusstet ihr, dass es eine Bibelstelle gibt und das ist in Hebräer 9, ich kann sie euch auch gerne sagen, oder vielleicht kann man sie auch einmal kurz zeigen, dass es in Hebräer 9, 22, Hebräer 9, 22, guckt euch mal an, wie Gott Vergebung definiert, was Vergebung ist. Hebräer 9, Vers 22.
Als ich das für mich dann gesehen habe, was das Vergebung ist, dann habe ich gesagt, okay, ich glaube, Gott hat ein anderes Verständnis von Vergebung, als ich es habe. Sonst lese ich euch das vor, wenn das halt nicht klappt. Egal. Ich habe die Elberfelder Übersetzung, vielleicht kommt gleich noch eine andere. Aber guckt mal hier, was hier steht. Nach den Bestimmungen des Alten Bundes wird fast alles mit Blut gereinigt, denn ohne Blut ist eine Vergebung der Schuld nicht möglich. Boah, oder? Also stellt euch das mal vor, eine Vergebung, wenn du zu Gott kommen würdest, ohne Christus, angenommen ohne Christus, sagt, Herr, vergib mir. Er könnte das gar nicht. Ihr müsst euch das mal vorstellen, was es Christus gekostet hat, uns in einen Zustand zu versetzen, was ich euch gleich zeigen werde, was diese neue Form von Vergebung, die Gott mir gezeigt hat, es kostete einen sehr teuren Preis, es kostete Blut. Warum das so ist, möchte ich ganz gerne so einen kleinen Exkurs machen, warum das so sein sollte. Ich mache das ganz kurz, ohne Bibelstellen, sonst wird das die Zeit zu weit ausreizen. Und dann präsentiere ich drei Formen der Vergebung, die ich aus der Bibel gefunden habe, im Deutschen immer mit dem Wort Vergebung ausgegeben werden, aber im Griechischen sind das drei Bedeutungen. Und das ist sehr interessant, wenn ich sie euch gleich zeige. Victor hat das wunderbar gesagt. Im Garten Eden hatten wir eine super Beziehung. Also ich rede von uns, wir waren ja ein Adam. Der Mensch hatte eine gute Beziehung gehabt. Und zur Kühle des Tages kam Gott und war mit Adam. Ist das so? Also ich sage mit meinen eigenen Worten, ich kriege das jetzt nicht so eins zu eins zitiert, aber sinngemäß hieß es, Gott war mit Adam in einer engen Gemeinschaft bei Kühle des Tages. Eine wunderbare Beziehung. Und wenn ich sage, Gott hat den Menschen geschaffen, weil er eine Familie haben wollte, würdet ihr sagen, das ist so? Ich würde sagen, ja, er wollte Kinder und er nennt uns auch Kinder. Das war von Anfang an sein Plan. Er wollte mit uns sein. Dann passiert etwas nicht Gutes. Wir kennen diese Geschichte, der Sündenfall. Der Mensch wendet sich von Gott ab. Seit dem Zeitpunkt sprechen die Menschen von Sünde, die in einem Menschen wohnt. Ich werde das mit einer anderen Sprache erklären oder mit einer anderen Ausdrucksweise. Das wird das so ein bisschen uns von diesem eingefahrenen Verständnis wegreißen. Wir sind krank geworden. Unser Blut ist vergiftet. Ich sage das mal so. Und dann wird dieses, was ist es, Sünde, damit ihr das versteht, das Synonym, unser Blut ist vergiftet. Und wenn wir Kinder gebären, kriegen unsere Kinder das gleiche Blut. Und dieses Blut wird immer weiter vergiftet, je mehr wir gegen die Maßstäbe Gottes verstoßen, ist das Blut immer dreckiger und dreckiger und dreckiger, damit ihr das versteht. Und wir leben, seitdem Adam gesündigt hat, sind wir, es passierte, so wie soll ich es beschreiben, so eine, ich kann das nur auf Englisch sagen, so ein Shift, also es passierte so eine Versetzung. Es passierte so eine Versetzung. Wir wurden versetzt aus der Beziehung in das Gesetz von Saat und Ernte. Kennt jemand das Gesetz von Saat und Ernte? Viele predigen das und sagen oft, dass es nur mit dem Zehntel zu tun hat oder irgendwelche finanziellen Sachen. Aber das Gesetz von Saat und Ernte bezeichnet tatsächlich, was ein Mensch sät, das wird er ernten. Sät er in den Geist, wird er das Leben ernten. Sät er ins Fleisch, wird er den Tod ernten. Ich zeige euch mal ein Beispiel, wie ich sehen kann. Ich bin sauer auf jemanden. Ich sehe eine negative Emotion aus, eine negative Energie. Und wir leben in einer Dimension, wo was Gott bestimmt hat, du wirst das ernten. Früher oder später kommt deine Ernte. Es kann sein, dass du krank sein wirst. Es kann sein, dass jemand dich auch blöd anmacht, sagen wir es mal so. Es kann sein, dass du selber unattraktiv wirst, weil du stinkig bist die ganze Zeit. Das ist schon eine Form der Ernte. So, das bedeutet, ich mache das. Und das Interessante ist, laut dem Hebräerbrief, wenn ich eine Sünde begangen habe, ging sie nicht mehr weg. Die haben zwar Tiere geschlachtet, Blut gegossen, aber Hebräer sagt, das konnte niemals Sünden wegnehmen. Könnt ihr euch mal vorstellen, wie viele Sünden bis zum Tod Christi auf der Welt waren? Keines dieser Sünden hat die Welt verlassen. Egal, was passiert ist. Ihr müsst euch mal vorstellen, wenn man das bildlich vorstellen kann, wie dunkel die Atmosphäre in dieser Welt war. Weil keines der begangenen Sünden aus der Vergangenheit das Recht hatte, diese Dimension, diese Erde zu verlassen. Denn es gab kein Ablassventil. Stellt euch mal vor, und wir wachsen immer weiter, wir vererben unsere Gene und irgendwann mal kommst du auf diese Welt und du bist total verkorkst, rein theoretisch gesehen. Ja? Und Gott guckt sich das an und sagt sich, ja, lass mal vergessen und Gras drüber wachsen lassen. Diese Redewendung von Vergebung funktioniert bei Gott nicht. Gott ist ganz anders. Er sagt, ich vergebe dir, euch wird vergeben, aber diese Vergebung ist ein großer Preis. Und jetzt kommt der Mensch dieser Welt und sagt, das ist keine Vergebung mehr. Vergebung heißt ja für mich vergessen. Und das war's, komm, Gras drüber wachsen lassen, komm, alles gut. Nicht bei Gott. Und warum ich das sage, ist, damit wir das Verständnis von Vergebung etwas neu definieren, das wird uns befreien. Jetzt kommt Gott, ich mach's kurz.
schickt seinen Sohn und sagt, mein Sohn, du kommst auf die Welt, du wirst geboren von einer Jungfrau, du trennst diese Erblinie von diesem vergifteten Blut, Sünde, und du wirst Folgendes tun, du wirst sterben und auf dich laden wir, du bist das Ablassventil von all diesen negativen Sachen, von all diesen Sünden. Und Jesus war am Kreuz das Ablassventil, wo all die Sünden abgeflossen sind. Das ist ein Phänomen in der geistigen Welt, was damals passiert ist, das gab es nicht. Seit dem Zeitpunkt sagt Gott zu jedem Menschen, ihr seid vergeben. Vergessen und vergeben? Nein, das meint er nicht. Er meint, ich habe etwas getan und ihr steht jetzt in einer Position, in einer Stellung, wo ihr vergeben worden seid an Christus Jesus. Versteht ihr das? Das ist ein Beziehungsstatus. Könnt ihr mir folgen? Und jetzt kommt das Interessante, sogar der Mensch, der Christus nicht angenommen hat, ist bereits vergeben. Weil das hat nichts mit ihm zu tun. Genau wie der neue Bund, der zwischen Christus und Gott gegründet worden ist, kann nicht gebrochen werden, weil Christus unterschrieben hat. Da kannst du deinen Finger zwischenschieben, du hast nicht bezahlt mit Blut. Also hast du auch kein Recht, das zu brechen. Versteht ihr das? Genau das Gleiche passiert auch mit dem Menschen, der Christus noch nicht erkannt hat. Paulus schreibt in Korinther, weil wir gedrängt sind von der Liebe Gottes, predigen wir und rufen auf, lasst euch versöhnen. Werdet wieder Söhne, lasst euch versöhnen. Vergeben ist euch bereits. Nehmt das Angebot an und das ist die gute Botschaft, kommt zurück. Versteht ihr, was ich meine? Jetzt kommt zum Vergeben weiter. Diese Vergebung, die Gott hat, ich sage nochmal ganz kurz, die menschliche Vergebung zerstört. Wenn ein Mensch sagt zum Beispiel, ach komm, ich vergebe dich, lass Gras drüber wachsen, ich nenne es Verdrängung. Denn das machst du einmal, das machst du zweimal und wenn aber der gleiche Mensch dich jahrelang mit der gleichen Sache belästigt, du machst es immer wieder und sagst, komm, alles gut, alles gut, alles gut. Es kommt ein bestimmter Zeitpunkt, wo die Messlatte erreicht ist und du wirst dich wundern, wie gut du dich erinnern kannst an all die Sünden, alles, was er dir getan hat. Kennt das jemand? Du weißt auf einmal, denkst, ich habe eigentlich so ein schlechtes Gedächtnis, aber hier weiß ich alles. Weil das nie von dir weggegangen ist. Das ist eine Verdrängung, die man praktiziert, weil man denkt, ich vergebe. Wahre Vergebung passiert nur dann, wenn Christus Jesus dir etwas gibt. Und jetzt passt auf, Gott, wenn Gott vergibt, dann befreit es heilt, es stellt dich wieder her. Wie funktioniert das? Ich sage euch jetzt, was Christus mir gezeigt oder was Gott mir gezeigt hat und ich versuche das jetzt wirklich zu praktizieren. Wenn ich zu Gott komme und ich sage, Gott, vergebe mir, dann bete ich folgendermaßen. Dann passiert in meinem Kopf Folgendes. Vater, ich weiß, dass ich mit dir liiert bin, also durch Christus. Ich bin die Braut Christi. Ich bin mit dir quasi verlobt. Ich bin an dich vergeben. Gebe mir ein Bild, damit ich diese Verletzung, die mich drückt, dieser Druck, dass ich es austauschen kann gegen eine neue Variante von dir. Und das ist nicht etwas Religiöses. Hier brauchst du wirklich den Heiligen Geist, der dir dann entweder eine Wahrheit belebt aus der Schrift oder der dir eine Vision gibt, egal was. Seine Wege sind egal. Oder ein Mensch kommt zu dir, wie in meinem Fall, und sagt, so ist es zum Beispiel. Und du merkst, wenn der Heilige Geist das ist, du merkst, ist weg. Kennt das jemand, das Gefühl, oh, ist weg. Der Einzige, der das Recht hat zu vergeben, ist Gott. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, ich mache euch mehrere Beispiele, du kannst Menschen vergeben. Zum Beispiel, ein Mensch hat dir was getan. Und dann kommst du zu Gott, Vater, er hat mir das und das getan. Und dann sagt Gott der Vater, ich sehe den Menschen aber so. Und jetzt kommst, jetzt musst du diesen Mensch an dieses Bild vergeben. Du musst ihn abgeben. Und du musst dich selber diese Sache hingeben. Wieso ich diese Ausdrücke nutze, möchte ich euch auch gleich zeigen. Weil es gibt griechische Ausdrücke, die mit dem Bezug Vergebung zu tun haben. Und die sagen genau diese gleichen Sachen. Hingeben, annehmen, zulassen. Und das ist alles unter dem ein Wort im Deutschen, das heißt nur Vergebung. Im Griechischen sind das diese viele Sachen. Ich möchte jetzt nicht klug scheißen, Entschuldigung für den Ausdruck, aber es hat mich einfach sehr interessiert, also habe ich nicht an diese Tiefe gegangen. Situationen können vergeben werden. Zum Beispiel bin ich an eine Situation gebunden, die mich dann immer wieder von mir aus ausrasten lässt oder depressiv macht. Ich bin nicht erfolgreich oder ich bin das nicht. Das sind Situationen, Zustände, ein Stand, in dem du stehst, ein Zustand der Depression. Wirklich, lass mal Worte zerkauen. Du stehst da. Und wenn du jetzt vergeben wirst, sagst, Vater, wohin soll ich? Und er zeigt dir ein Bild, er zeigt dir ein Stück der Liebe, er gibt dir etwas. Du vergibst dich anders und du gehst raus aus diesem Zustand. Versteht ihr das? Wir brauchen den Heiligen Geist. Ohne ihn ist das nur toter Buchstabe. Wenn du die Theorie jetzt quasi für dich übernimmst und sagst, oh, ich mache das jetzt so. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Deswegen haben wir auch diesen Geist Gottes, der genau diese Aspekte in uns beleben möchte, damit sie lebendig werden. So, und jetzt möchte ich euch endlich dazu bringen, wie ich auf diese Sache halt einfach komme. Noch eine Sache, die Kraft der Vergebung ist Liebe. Seid ihr damit einverstanden?
So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Das kennen wir, das ist, man sagt, die goldene Regel, das ist ja Johannes 3,16. Ne? So sehr hat Gott die Welt geliebt. Da komme ich gleich nochmal darauf zurück, dass die Liebe eigentlich der Motivationsfaktor ist, bestimmte neue Zustände anzunehmen. Ne? Ich komme in diese Gemeinde, noch ein Beispiel, und Satan versucht mir einen Zustand einzuflößen. Die Gemeinde ist schlecht, Lobpreis singt schlecht, die Predigten sind schlecht, die Leute sind schlecht, das Wetter ist schlecht, alles ist schlecht. Das sind verschiedene Sachen, an die er mich gerne verloben möchte. Ich rede mal bewusst in diesen Worten. Ihr werdet gleich staunen, was im Neuen Bund steht, wo es heißt, ich werde ihrer Sünden nicht mehr gedenken. Und das Wort gedenken heißt verloben. Wie man das kombinieren kann, kommen wir gleich dazu. Satan möchte dir seine Kinder anbieten, seine Frauen, so nenne ich mal so, ich rede als Mann. Komm, sei depressiv, sei das, das ist ein toller Zustand, du wirst ein tolles Gefühl haben, du wirst richtig so, und da kommen die Leute und streicheln dich, alles ist gut und beten für dich und du bist richtig kaputt und akzeptierst das, ja, ja, ja. Und Gott sagt aber, der Schwache spreche, er sei stark, der Arme, er ist reich. Kennt ihr diese Ausdrücke? Warum sagt er das? Weil er sagt, ich möchte dich lieber an meine Tochter vergeben, die stark ist, oder an meinen Sohn, der da heißt Kraft. Ich rede in Bildern, aber tatsächlich ist die hebräische Sprache eine Bildersprache und deswegen werden auch viele Gleichnisse genutzt. Deswegen, wenn du das einmal begreifst, dass das Bilder sind, dann verstehst du auch, okay, jedes Wort darf nicht eins zu eins genommen werden, du musst den Sinn begreifen. Das fand ich sehr toll. Und seitdem gehe ich, wenn ich sage, wenn es Depressionen gibt, sage ich, gib mir ein Bild, Heiliger Geist, zeige mir, an was ich vergeben bin. Und dann zeigt er mir Jesus, wie er mich liebt, dass er es nicht zu schade fand, für mich zu sterben, diese Krankheit zu unterbrechen. Und zu sagen, nimm meine Variante an. Und wenn du meine Variante annimmst, wird mein Geist dir die Kraft geben, das zu haben, was ich für dich habe. Und dann siehst du das. Und das, wenn du das dann siehst, diese Freude, die dich überkommt, ist weitaus größer als die Depression, die du hattest. Deswegen hat Vergebung, die richtige Vergebung, die von Gott kommt, immer einen Effekt der Heilung und Freisetzung. Eine menschliche Art von Vergebung ist Verdrängung und kommt nach einer Zeit wieder. Es kommt immer wieder wie eine Krankheit. Es kommt immer wieder. Irgendwann taucht sie wieder auf. Okay. Drei Bibelstellen, mit denen möchte ich quasi euch zeigen, wie Vergebung eigentlich definiert wird. Fangen wir einfach mit Hebräer 8, Kapitel 8, Vers 10 und dann bis 12. Da geht es um den neuen Bund. Deswegen sage ich, es wundert mich. Irgendwie macht Gott momentan echt was scheinbar Neues oder erfrischt etwas. Aber ich fand es sehr interessant. Deswegen möchte ich nochmal ganz kurz vorlesen, wie es in der Bibel steht bezüglich neuen Bund. Hebräer 8. Vers 10 bis 12. Dort heißt es, aber nach dieser Zeit werde ich mit dem Volk Israel einen neuen Bund schließen und der wird ganz anders aussehen als der alte Bund. Wir wissen, der alte Bund, Gott möchte von dir was haben, wenn du es nicht tust, dann kommt die Ernte, das Gesetz von Saat und Ernte kommt. Der neue Bund ist ein ganz anderer Bund. Das Gesetz von Saat und Ernte ist zwar da, aber in Bezug auf Christus und wir profitieren nur von ihm. Er hat die Ernte kassiert und wir profitieren. Guck mal, und er wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz und es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Weiter, Vers 11. Niemand muss dann den anderen noch belehren und keiner braucht seinem Bruder mehr zu sagen, erkenne doch den Herrn, denn alle vom Kleinsten bis zum Größten werden erkennen, wer ich bin. Unter dem Wort erkennen ist tatsächlich damit gemeint, Adam erkannte seine Frau. Wisst ihr, was ich meine? Und sie war schwanger. Das ist das gleiche Wort. Ich habe gedacht, das ist ja lustig. Das heißt, jeder, vom Großen und Kleinen, also sinngemäß heißt es, wenn ich das tue, dieses Neue in euch, wird jeder vom Großen und Kleinen die Fähigkeit besitzen, mit mir eine innige Beziehung zu führen, individuell. Nicht wie im alten Bund durch die Propheten, Könige, Priester, dass du da hinkommst, sage mir etwas. Ah, okay, das sagt Gott, okay, danke, ich gehe. Nein, jeder Einzelne im neuen Bund wird die Fähigkeit haben, eine innige, intime Beziehung zu haben. Und niemand wird zu dir kommen, komm, ich vermittle dir die Gegenwart Gottes. Du hast es nicht drauf, nur ich hab's. Das ist damit gemeint, dass wir kein Lehren brauchen werden, diese innige Beziehung. Wir werden sie selber wahrnehmen, weil uns die Fähigkeit gegeben ist. Wenn wir Folgendes begreifen, nächster Vers. In meiner heißt es, denn, hier fängt es an mit ich. Ich sage mal, was in meiner steht, denn ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Es gibt eine Bedingung, warum du die Fähigkeit haben wirst, Gott nahe zu kommen. Denn ich werde das tun. Ich werde dir die Schuld vergeben und nicht mehr daran denken. Okay? Weil Gott das getan hat, hast du das Privileg des Vergebenseins. Du wurdest vergeben an eine innige Beziehung. Und wenn du das so siehst, hat das kaum was mit Gefühlen zu tun. Es hat was mit Offenbarung zu tun. So, ich
deute euch mal ganz kurz, was ich aus dem, kannst du das anlassen, diese Stelle, was da steht. So, dort heißt es, ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Das Wort vergeben bedeutet, im Griechischen heißt das so ähnlich wie Barmherzigkeit haben. Einige Übersetzungen schreiben tatsächlich, ich werde ihnen barmherzig sein, das passte. Aber das Wort und denke nicht mehr an ihre Sünden, kann man auch aus dem Griechischen übersetzen und verlobe sie nicht mehr an ihre Sünden. Wie kann man das verstehen? Wenn man verlobt ist, ist man sozusagen an etwas gebunden, richtig? Im Alten Testament, bei den Juden war das so, Jesus verlobte sich mit Maria, der Josef verlobte sich mit Maria, dann ist er weggegangen. Die Frau gab es nicht mehr zum Holen, die war verlobt. Das war's. Auch wenn jemand Anspruch erheben hat, sagt, die ist bereits verlobt. Kennt ihr? Das ist normal, oder? Man kriegt einen Ring, das heißt, genau so ähnlich wie vor verheirateten Zustand, sie ist verlobt. Das heißt, in Kürze wird sie Nachkommen bekommen, also heiraten, Nachkommen bekommen. Genau das Gleiche passiert auch. Er sagt, ich werde ihre Schuld nicht mehr, ich werde sie das nicht mehr, wenn ich das ehrlich betrachten kann, ich werde es nicht mehr zulassen, dass sie gefangen werden von ihrer Sünde. Versteht ihr, was ich meine? Ich werde ihre Schuld nicht mehr denken. Hört sich komisch an, aber im Griechischen heißt verlobt. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Was bedeutet das für mich? Du tust eine Sünde und du kommst davon nicht mehr los. Früher oder später wird sie einen Effekt auf dich haben. Er sagt, ich will das nicht mehr. Mein Geist, weil ich in meinem Kopf umgestellt habe, ich werde nicht mehr verloben, nicht mehr daran denken. Für Gott existiert die Sünde nicht mehr. Jetzt kommt dein Trick. Vergib dir selber. Vergebe dich an diese Denkweise. Verheirate dich mit dieser Denkweise. Vater, ich bin nicht verlobt mit der Sünde. Sie hat kein Recht über mich. Christus hat teuer für mich bezahlt. Ich akzeptiere diese Variante. Und dann wirst du verlobt oder mehr oder weniger verheiratet an dieses neue Verständnis. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt also, der neue Bund besagt, dass er uns nicht mehr an die Sünde ausliefert, wie er es damals gemacht hat. In Ezekiel hat er gesagt, geht einfach, also er hat gesagt, die Väter haben Weintrauben gegessen und die Söhne haben dann kaputte Zähne gehabt, symbolisch. Die Söhne haben geerntet, was die Väter getan haben. Er sagt, so soll das nicht mehr sein. Daher hat er das im Neuen Bund ganz klar gesagt, ich werde das nicht zulassen. Hier sehen wir, dass das Wort Vergebung auch bedeutet so ähnlich wie Barmherzigkeit. In Matthäus, ihr könnt das aufmachen oder ihr könnt mir das einfach zuhören, gibt es eine Position, wo Petrus sagt, wie oft soll ich meinen Bruder vergeben? Kennt ihr diese Stelle? Ja? Reicht es 7-mal? Und das Wort dort für vergeben, also hier heißt das Wort Hileos, was so viel bedeutet wie Barmherzigkeit. Dort ist wieder das gleiche Wort Vergebung, aber dort heißt es Atimi oder sowas. Und das bedeutet loslassen, etwas loszulassen, nicht mehr an sich haften zu lassen. Gleiches Wort in Deutsch, Vergebung, im Griechischen heißt es loslassen. Hier hieß es aber Barmherzigkeit und verheiraten. Dort heißt es auf einmal loslassen. Okay. Kennt die Stelle, das ist Matthäus 18, 21, muss jetzt nicht eingeblendet werden, aber es bedeutet so viel wie loslassen. Wie lässt du los, wenn du vergibst? Indem du sagst, vergeben und vergessen? Oder indem du sagst, zum Beispiel, ich hätte ein Problem mit Julian, ne? Ich nehme dich mal einfach als Beispiel. Wie lasse ich ihn los? Wie vergebe ich ihn? Indem ich sage, Vater, er geht mir immer, tritt mir auf den Senkel, irgendwie habe ich ein Problem mit ihm. Und dann spricht der Heilige Geist zu mir, wenn du vorher jemanden nach deinem Fleisch, nach deinem alten Wesen kanntest, so ist es nicht mehr, er ist eine neue Kreatur. Das ist, spricht die Bibel, kennt ihr das? Ich muss beten, Vater, zeige mir ihn, wie du ihn siehst. So, wenn er das dir gezeigt hat, vergibst du. Du kannst gar nicht anders. Du verliebst dich einfach von neuem in diese Menschen. Und das ist genau das, was Gott möchte. Denn das war auch der Grund, wie er uns vergeben hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Was Liebe ist, ist geschrieben in 1. Korinther Kapitel 13. Sie duldet alles und sie glaubt alles. Das heißt, ich glaube an ihn. Ich glaube daran, was Gott über ihn spricht. Und deswegen fange ich ihn an zu lieben. Und ich weigere mich, diese alte Form von ihn zu sehen wie einen alten Menschen. Versteht ihr das? Damit ehren wir Gott, wenn wir anfangen, das zu übernehmen, wie er die Dinge sieht. Damit ehren wir tatsächlich Gott. Wenn du Gott ehren möchtest, sieh die Dinge, wie Gott sie sieht, sprich die Dinge, wie Gott sie spricht. Auch wenn du dich komisch vorkommst, weil die Menschen, die keinen Heiligen Geist besitzen, der von innen spricht, denken, hä, du bist naiv, du siehst überall nur blaue Wolken und nichts anderes. Nein, du bist sehr intelligent. Du projizierst durch das, was du siehst. Letzte Woche hat Dieter gepredigt über die Vorstellungskraft. Du projizierst und erlaubst Gott, das Kanal deiner Vorstellung durch dich fließen zu lassen und damit die Dinge so passieren, wie du sie siehst. Du proklamierst es. Du bist nicht naiv. Weil viele haben zu mir gesagt, du bist so naiv, du siehst nicht den Fakt.
Ja, ich sehe den Fakt, aber ich sehe auch die Wahrheit. Fakt ist nicht Wahrheit. Fakt ist, er hat Schmerzen. Die Wahrheit ist, Gott liebt ihn. Versteht ihr den Unterschied? Weil wenn wir nach Fakten leben, werden wir uns alle nur beschuldigen. Wenn wir in der Wahrheit leben, wir sind an einen Mann versprochen, sagt einmal Paulus. Ich habe euch einen Mann versprochen, sagte Paulus zu den Korinthern, und er wollte nicht, dass sie verführt werden von der Einfachheit in Christus. Hier heißt es, Matthäus 18 heißt es, loslassen. Aber die nächste Stelle möchte ich, dass wir aufmachen, das Kolosser 3, 13. Ich zitiere sie aus meinem Kopf. Dort heißt es, ertragt einander und vergebt einander. Habt ihr sowas schon mal aus der Schrift gelesen? Ja? Solange wir das gleich aufmachen, Kolosser 3, 13, genau. Einander ertragen und euch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage hat gegen den anderen, also Julia und ich, die wir immer im Clinch uns befinden. Ne? Und dann heißt es aber auch, wie der Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Wie hat Christus uns vergeben? Alles gut? Nein, er ist für dich gestorben. Er hat dich in einen neuen Zustand versetzt, Epheser 1. Wir wurden versetzt vom Königreich der Finsternis in das Königreich des Lichts. Wahre Vergebung heißt Änderung der Sichtweise über eine Sache. Wenn du merkst, und es gibt so eine Sache, ich habe damit auch gekämpft, Zwischeneinlage, wenn du merkst, ja, ich vergebe, und du merkst immer noch den Schmerz in dir, gibt es Sachen, wo es heißt, ja, das ist eine Entscheidung, du musst einfach dann immer weiter sagen, ich habe vergeben. Ich bin einfach mal so, dass ich sage einfach meine Meinung, ich glaube nicht, dass du vergeben hast. Weil das, was der Geist Gottes zu mir gesagt hat, wenn du im Geist wandelst, wirst du die Sünden des Fleisches nicht vollbringen. Wenn du merkst, du hast Schmerz, komm nochmal zu dem Heiligen Geist, sag, Heiliger Geist, wieso weicht dieser Schmerz nicht? Scheinbar gibt es etwas, was du noch nicht loslassen konntest. Aber wenn er zu dir spricht, nur ein Wort von ihm, indem er sagt, das ist es. Jemand, der das erlebt hat, weiß, du fällst auseinander und du bist bereit, alles zu vergeben, was dir jemals getan worden ist und nicht getan worden ist. Du gibst alles ab. Ein Wort von Gott. Und nicht 1000 Therapiestunden mit einem Psychologen oder einem Therapeuten. Das ist ein Riesenunterschied. Und jetzt hier, gucken wir uns an, wir sollen einander vergeben, wie Christus uns vergeben hat. Hier heißt das Wort Charizo, das gleiche Wort Vergebung. Und wisst ihr, was das bedeutet? In Gewahrsam geben. In Gewahrsam geben, auch zum Aufbewahren. Julian, mein Problem mit Julian. Und jetzt sage ich, Gott, und er sagt, gib ihn im Gewahrsam in meine Liebe und hol ihn dann nicht mehr raus. Und dann nehme ich ihn, diesen Zustand, und sage, Vater, ich weiß, du liebst ihn und offenbare mir die Liebe zu ihm und ich gebe ihn in diesen Gewahrsam und gehe nicht aus diesem Verständnis mehr heraus. Wir sind Geist, also dürfen wir können uns bewegen. Ich mache wieder einen Sprung nach hinten. Dieter meinte letzte Woche, in unserer Vorstellungskraft können wir in die Vergangenheit reisen, in die Zukunft reisen, wir können beliebige Zustände unserer Vorstellungskraft vorstellen. Genauso können wir das auch in diesem anwenden. Ich sage zu mir, ich nehme ihn in Gewahrsam und werde sagen, er ist ein, wie Gott ihn sieht, von mir, Gott zeigt mir, er ist ein starker Mann, er ist ein erfolgreicher Mann, er ist das. Und nehme ihn in Gefangenschaft in diese Sichtweise. Wenn der Heilige Geist dir das offenbart hat, dann wirst du ein Segen für ihn sein. Und er heilt, auch wenn das nicht ist, auch wenn er wirklich so ein, sagen wir mal, so ein Giftzwerg wäre, er wird sich verändern, weil du nach der Wahrheit Gottes wandelst und du beeinflusst ihn durch dein Charisma, dass er sich geliebt fühlt, weil du ihn liebst. Aber wenn ich ihn immer wieder auf den Schuh drücke, auf den Fakt, dass er so von mir aus ein Giftzwerg wäre, was verändert das? Das ist die menschliche Art und Weise. Jetzt könnte der andere sagen, du guckst nicht die Fakten. Ja, ich gucke nicht die Fakten. Ich sehe sie zwar, aber ich handle nicht danach. Ich handle nach dem, was das Wort Gottes sagt. Und in dem Sinne heißt es, was mich zum Beispiel fasziniert hat, zum Beispiel ertragend heißt hochhalten. Im Griechischen kann man sagen, als hochhalten. Wohin halten? Hat jemand eine Idee, was das bedeuten könnte? Hochhalten? Ja, stimmt. Deswegen heißt es auch ertragen. Aber hochhalten bedeutet aber auch, ja, in Ehren halten. Wie ehre ich? Indem ich bestimmte Sichtweisen praktiziere, wie Gott die Dinge sieht. Ich halte ihn in meinem Herzen so hoch, wie Gott ihn sieht. Ich halte ihn hoch. Und wenn du Schmerzen hast, komm hin. Julian, du schaffst das. Glaub an dich, Gott hat dir das versprochen. Wenn wir alle so reden, die Sprache des Glaubens, irgendwann habe ich so im Herzen gehabt, der Christ spricht die Sprache des Glaubens. Das ist seine Sprache. Er spricht nicht die Sprache der Niederlagen oder sonst etwas. Wenn wir einander hochhalten und uns vergeben, wie Christus uns vergeben hat, werden wir auf jeden Fall geheilt. Und noch etwas, was interessant ist, dieses Wort, was hier steht, bedeutet aber auch der Zustand der Freundlichkeit und Gunst gegenüber jemandem, oft mit dem Fokus auf einen Nutzen, der dem Objekt gegeben wird. Ich sage es mal auf meiner Sprache, eine gewisse Freundlichkeit gegenüber meinem Menschen und ich gebe ihm einen Nutzen, dem Objekt, er ist das Objekt, nutzbringend.
Das bedeutet also, was es Nutz bringt, ich gebe ihm das, was Gott ihm gegeben hat. Das ist eine kleine Umstellung. Eine Stelle noch und dann möchte ich auch schon Schluss machen. Das ist in 1. Johannes Kapitel 3. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 21. Aber ich glaube, wir gucken nur den 24, glaube ich. Ja. So, guck mal hier. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, so haben wir Freimütigkeit zu Gott. Je nach Übersetzung heißt es, wir haben einen Durchgang zum Throne Gottes. Ich glaube, das kommt, glaube ich, noch wahrscheinlich mit dem Throne Gottes. Ich habe jetzt Vers 21 bis 24. Oder lass mal lesen. Vers 22. Und was irgend wir erbitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten, das von ihm Wohlgefällige tun. Ist das schon der Vers 24? Machen wir weiter. Und dies ist ein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, gleich wie er uns das Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt durch den Geist, den er uns gegeben hat. Das ist Vers 24 schon, ne? Okay, dann habe ich noch eine andere Stelle wahrscheinlich mir aufgeschrieben, wo es dann heißt, aber ihr werdet das wahrscheinlich kennen, wo es heißt, dass wir mit einer Freizügigkeit vor den Thron Gottes kommen können, wenn unser Herz uns nicht verdammt. Kennt ihr so eine Stelle? Ja? Ja? 22. Okay, ist das eine, okay. Okay, stell dich mal vor, wir haben die Freimütigkeit, einen freien Mut, freies Gemüt. Freimütigkeit, das freies Gemüt, nicht belastetes Gemüt, nicht belastete Seele. Wenn du das hast, kommst du locker zum Thron Gottes und du wirst empfangen, was auch immer du bittest, weil du eine freie Seele hast, ein freies Gemüt. Ich habe immer die Frage, was heißt Freimütigkeit? Freies Gemüt, Sanftmut, ein sanftes Gemütseinstellung. Sanfte Seele, so sagen wir es mal so. Damit wollte ich eigentlich auch abschließen und ich hoffe, dass ich irgendwo ein bisschen Einblick geben konnte in das Verständnis von Vergebung, dass es nicht vergessen und vergeben ist, vergessen, sondern dass es eine Liebesbeziehung ist. Du bist vergeben an etwas. Und wenn wir Korinther 13 mal vielleicht irgendwie mal, ich werde das einfach mal vorlesen, in Korinther 13 fand ich das so toll, und wenn ihr euch überlegen könnt, dass er gesagt hat, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, und dann tauscht er einfach mal dieses aus mit so sehr hat Gott die Welt geliebt, mit dem Korinther 13, dann sieht das sehr toll aus. Ich lese das nochmal vor und dann ist es auch okay. Guckt mal. Vers 14, ja genau. Nee, 13, ne? Die Liebe ist langmütig. Das heißt, langmütig ein langes Gemüt. Das heißt, die erzürnt scheinbar nicht so schnell, ne? Die Liebe ist gütig, sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft und erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals und so weiter und so weiter. Diese Eigenschaft ist Gott, weil über ihn heißt Gott ist die Liebe und so hat er uns gesehen. Er sieht uns, er sagt, ich ertrage alles, ich sehe, ich glaube alles. Stell dich mal vor, so hat er uns gesagt, ich will die haben. Und dafür bin ich bereit, dass Blut vergossen wird, damit meine Kinder mit mir verbunden sind. Er hat nichts gegen dich, er hat nur was für dich und er lädt dich ein, in einen vergebenen Zustand einzutreten und sagt, vergebe dich an mich, ich habe nur das Beste für dich und lasse deine alten Zustände los und leg das alte Verständnis ab von Vergessen und Verzeihen. Das funktioniert nicht, ich habe das auch oft versucht, das kommt immer wieder. Aber sobald der Geist Gottes in dein Herzen spricht und könnt euch erinnern, wo Jesus versucht worden ist, dann hat er etwas sehr Interessantes gesagt, wo Satan ihn versucht hat, hat er gesagt, der Mensch lebt von jedem Wort, was aus dem Munde Gottes kommt. Der Mensch lebt nicht von jedem Wort, was in der Tora steht oder in der Bibel steht, sondern was aus dem Munde Gottes kommt. Das ist sehr wichtig. Du musst in deinem Herzen Gott annehmen, sag, Vater, ich vergebe mich an dich und ich weiß, du hast mir vergeben, du hast erlassen meine falschen Verständnisse, meine Sichtweisen, die nicht mit dir verbunden sind. Ich nehme dich an. Und dann kommt der Geist Gottes in dich und nimmt Wohnung. Du wirst sein Haus. Und er belebt dir Bibelstellen. Und das nennt man, wenn du zum Beispiel was hörst, dann hast du diesen Aha-Effekt. Wow, dann hat Gott gerade zu dir gesprochen. Diese Momente sind es, die dich freisetzen. Ja? Ich würde vorschlagen, wenn ihr nichts dagegen habt, dass wir einfach kurz zusammen beten und uns vergeben.
von neuem an diesen Christus vergeben, der bereit war für uns zu sterben, bereit war für uns zu bezahlen, das Lösegeld. Und vielleicht auch, wenn du Zustände loslassen möchtest, die dich bedrückt haben, dann bittet einfach zu Gott, Gott, zeig mir einfach, wie du mich liebst. Lasse mich einfach wachsen in deinem Verständnis, damit du das Alte loslassen kannst. Weil einfach so das Alte loslassen, ohne Neues zu bekommen, probiert's mal, dann werdet ihr sehen, was passiert. Okay, Vater, ich danke dir einfach für diese Gemeinde. Ich danke dir dafür, dass du uns vergeben hast und dass wir an dich vergeben sind. Ich danke dir, Herr, dafür, dass du mit uns bist. Ich bitte dich einfach, dass du uns durch deinen Geist die Wahrheit offenbarst, einfach mehr und mehr deiner Person ähnlich zu sein. Deine Liebe, wie sehr du uns liebst, zeige uns einfach, damit wir gezogen von deiner Liebe uns mehr und mehr in dich verlieren, viel mehr einfach das Alte von uns gehen lassen und auch uns gegenseitig so sehen, wie du uns siehst. Ich danke dir, mein Gott, dafür, dass du uns immer weiter unterrichten wirst. Ich glaube einfach daran, dass dein neuer Bund uns so weit bringen wird, dass wir in die volle Mannesreife kommen. Ich danke dir, mein Vater, für jeden Einzelnen, den du hier benutzt, um die Gemeinde zu bauen. Ich segne jetzt jeden Einzelnen, der jetzt hier ist, damit er eine innige Beziehung zu dir pflegt und vielleicht bald einfach auch Zeugnis gibt, wie gut du bist. Amen.